Minderjährige im Vogtland mehrfach sexuell belästigt. Ein 33-jähriger Algerier musste sich vor dem Plauener Amtsgericht für seine Taten verantworten. Dem Angeklagten werden 3 Fälle der sexuellen Belästigung vorgeworfen. Das Urteil sehen Sie jetzt bei uns. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. So lautet der Vorwurf gegen den 33-jährigen Imad A., einem algerischen Staatsbürger, in einem gerichtlichen Verfahren am Amtsgericht in Plauen. Dem Angeklagten werden 3 Fälle der sexuellen Belästigung vorgeworfen. Er soll am 14.08. letzten Jahres zu 2 verschiedenen Zeitpunkten einer jungen Frau, die zunächst in der Straßenbahn vor ihm saß, später dann aber beim Schienenersatzverkehr in einem Bus vor ihm saß, an die bedeckte Kleidung gegriffen haben und sie auch in den Haaren gestreichelt haben. Dieselbe Geschädigte soll er rund einen Monat später noch einmal in der Straßenbahn getroffen haben und auch hier diese Handlungen wiederholt haben. Für sexuelle Belästigung sieht das Gesetz entweder Geldstrafe oder bis hin zu 2 Jahren Freiheitsstrafe vor. Vorliegend hatte der Angeklagte gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt. In diesem Strafbefehl waren für diese 3 Tathandlungen eine Gesamtgeldstrafe von 60 Tagessätzen festgesetzt. Im Namen des Volkes wurde der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Da von Seiten der Staatsanwaltschaft und Strafverteidigung auf weitere Rechtsmittel verzichtet wurde, ist das Urteil sofort rechtskräftig. Real jetzt Herzen kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.